Unsere Vorfahren schlossen jeden Erntezeit mit einer Zeremonie ab. Die häufigste Veranstaltung dieser Art war, neben den Erntenbällen, der Erntedankfestzug und die Erschießendenball. In Birjan haben die Einheimischen diesen alten Brauch bewahrt. Die Versammlung ist immer in der Mitte des Dorfes, wo die Parader und die Kutschen und die Reiter ankommen. Eine der Kutschen, meistens die schönste, ist die Kutsche des Richters und die Richterin. Die Route der Prozession ist ständig und berührt die meisten Straßen des Dorfes. Während der Prozession gibt es mehrere Haltestellen und an jeder vor ihren werden die Bewohner und Gäste mit einem Tanz erfreut. Angeführt wird der Umzug vom Magistrat, der Interessierte zum Abendball einlädt. Nachdem der Bräutigam der Braut herausgefordert hat, dreht sich die Weinleserprozession in Richtung Tempelplatz. Sowohl der Richter als auch die Richterin waren in diesem Jahr Jugendliche mit schwäbischer Herkunft. Wir müssen tanzen und ich bin die Frau und es ist wichtig für die Dorf, weil das ist in diesem Land wichtig, weil weiß nicht, wir müssen nur tanzen und essen und so weiter. Ich lerne in der Schule Deutsch, weil ich besuche eine zweisprachige Nationalschule und wir lernen die Geschichte zum Beispiel auf Deutsch und die Physik und so weiter. Und für mich ist das wichtig. In der Prozession fanden wir auch einen jungen Mann, der gut Deutsch sprach. Also ich bin wegen meiner Familie hergekommen und ich kenne die Ostsee sehr gut. Nein, eigentlich komme ich nur wegen ihr her. Also meine Familie sind auch Schwaben, deswegen liebe ich auch diese Kultur hier. Und ja, es macht mir sehr viel Spaß hier zu sein. Achso, ich lerne deswegen halt Deutsch, weil ich vielleicht später in die Universität möchte. Und außerdem ist das die zweite stärkste Sprache der Welt, glaube ich. Die Selbstverwaltung der deutschen Nationalität Birjan spielt eine wichtige Rolle im Leben der Siedlung. Eine ihrer größten Veranstaltungen ist das Oktoberfest, an dem lokale Tänzer und Sänger aus Buryat, Alas, Hashad und Surgatin teilnehmen.